sag immer so, wir könnten natürlich auch ein improvisiertes Shelter Dixie-Bums bauen, aber wir reach for the stars, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, sicher. Ja, das bedeutet, wir müssen jetzt im rasenden Tempo dieses Ding hier aufbauen. Okay. Ab geht's, Knüppel. Wir müssen eine Menge Sachen abhacken. Eine Menge. Oh, da laufen Typen wieder rum. Laufen auf dich zu. Oh, die laufen uns vorbei. Ah, die laufen uns vorbei. Sehr gut. Die haben uns akzeptiert. Gestern haben wir alle abgeschlachtet. Da, die sind auf die andere Seite rübergelaufen. Knüppel, denk an das Bauprojekt. Okay. Ich glaube, man kann übrigens Lizard Skin benutzen für Armor oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay. Ich habe das bei Papa Gronk mal gesehen vor Ewigkeiten. Oh, die haben uns gesehen. Ah, macht keine Sorgen. Das ist ein lizenziertes Bauunternehmen hier. Außerdem, die haben uns gestern angegriffen, ja? Die können uns gar nichts, Knüppel, wenn du verstehst, was ich meine. Okay, alles klar, die laufen über unser Grundstück drüber. Ah! Wow! Wow! Wow, Alter, bist du weggeflogen? Aua, ja! Oh mein Gott, ich bin ziemlich... Alter! What the fuck? Ach hier, oh mein Gott. Give me them boobies. Wenn das nur erkämpfst, sorge ich weiter dafür, dass... Okay, ich klär das Gebiet hier außen rum so rum. Okay, sehr gut. Boah, der... Oh mein Gott, ich bin fast tot. Oh, alles okay? Ja, ja, ja. Oh, ein Hit noch, ich bin tot. Ja, ich bin... Oh mein Gott, Daniel! Hilfe! Bin da. Zieh ich zurück. Okay. Ich drück jetzt so ein Medizin-Ding. Oh nein. Okay, ich bin wieder da. Ich hab so ein Medizin-Ding gedrückt. Der frisst sich selbst. Wir haben die ein scheiß Problem, Alter. Wow. Sind echt ein bisschen krass, die Leute. Wow. Okay, schnell weiterbauen. Okay, wie kriegt man was zu trinken, ist die Frage. Ich glaube, dafür müssen wir auch extra was bauen. Für den mit den Regen und sowas. Aber ich glaube, das Wasser müssten wir trinken können. Warum ist der Sound bei dir auch so eigenartig? So... Weiß ich nicht, irgendwie so nicht so richtig zentriert oder so, als wenn er nicht richtig, dass er sich nicht richtig anhört. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Umgebungseffekte klingen so ein bisschen dumpf. Oh, muss ich ehrlich sagen, dass ich das momentan nicht habe. Okay, ich habe irgendwas gegessen, was nicht gesund war. Ich erinnere mich daran, wenn du B drückst, dann hast du ja dieses komische Menü offen. Und, ja, müssen wir gleich genauer gucken hier. Mann, ey. Okay, Knüppel, auf geht's. Okay. Was haben wir denn hier? Wir haben hier Berries. Okay, alles klar, die sind definitiv nicht gut für mich. Okay, die roten sind, glaube ich, nicht gut. Ich glaube, da stand auch irgendwas auf dem Survival Guide, oder? Ich erinnere mich noch damals an irgendwas. Survival Guide, Batteries, Backpack. Irgendwo war hier was. Oh, der Hase macht mich verrückt hier. Mensch, ist das. Trimberry, Marigold. Ach, keine Ahnung, Mann. Leck. Kann auch mehrere Baumstämme gleichzeitig mitnehmen? Ja, zwei Stück. Oh, echt? Oh, ich habe nur einen mitgenommen. Baumfeld! Oh, Alter, zwei Baumstämme. Respekt, ganz ehrlich, ey. Könnte es nicht. Nee, ganz ehrlich. Ich finde die Animation, also die sieht richtig geil aus, wie du die Bäume abhackst. Ja, das sieht super aus, Mann. Ja. Okay, Knüppel, die Sache ist die, langsam aber sicher, ich bin sehr davon überzeugt, dass wir wirklich in einer Überlebenssituation sind, Knüppel. Das bedeutet, wir müssen uns wirklich sputen, ja? Ja. Ich glaube, es kommt keine Hilfe. Ich bin ganz ehrlich. Bauen wir den Bums nochmal hier auf. Zack. Warum steht da, dass ich kein Wasser habe? Okay, weißt du was? Ich baue uns auch noch eine kleine Kochstelle auf, ja? Okay. Ich glaube, das ist relativ wichtig.
Shelter, Food and Water, Rabbit Cage, Small Gun, Drying Rack, Water Collector. Oh, Water Collector, das ist ganz praktisch. Ah. Weil die brauchst so ein Schildkröten-Ding. Auch das, weißt du, so ein Schildkrötenpanzer. Davon haben wir genügend. Naja, also zumindest lagen hier gerade ein paar rum. Ich guck mal, ob ich die noch finde. Oh wow, Alter, plötzlich ist ein richtiges Survival-Game geworden. Okay. Baumfeld! Bin ich voll? Oder habe ich eine schon? Ah, nice, unser Water Collector ist fertig. Okay, warte, ich baue noch einen. Davon können wir nicht genug haben, ey. Ja, richtig, das ist wie bei Rust. Stimmt. Okay, warte. Frag mich, wie ich Pfeile machen kann. So, also ich kümmere mich wieder um die Basis, ja, und du kümmerst dich darum, Ressourcen zu sammeln und jagen und so ein Shit, ja. Dann haben wir wieder quasi alles so aufgeteilt wie damals. So wie immer quasi. Du jagst und ich baue. Aber ich bringe dir trotzdem hier noch die Bäume mit vorbei. Ja, bitte, nur zu, ey. Wir brauchen auch Sticks und so ein Scheiß, ne? Wow, ich bin schon wieder hoch in die Luft geflogen. What the fuck, das ist irgendwas Weirdes. Wow, wow. Was, okay? Oh mein Gott, ja, ja. Hi. Wenn ich versuche, diesen Stamm hier aufzusammeln, fliege ich hoch in die Luft. Hab ich, ne? So. Oh, du sollst dich übrigens mal waschen, glaube ich, oder? Bist du voller Blut? Ah, nee, du bist verletzt. Das ist das Problem. Ja. Oh, Beeren. Moment, das sind die waren letztes Mal giftig. Wow, wow, Krokodil, 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 hinter dir! What the fuck? Recke! Komm her! Oh, zwei! Oh, das sind zwei! Mach sie alle tot! Einer hab ich! Ich hab auch einen! Not today, bitch! Ah, gehäutet! Mmm! Krokodilfleisch, Krokodilkopf, Ich glaube, der Shelter muss bis heute Abend sitzen, Mensch! Ja, na sicher! Gut, Water Collector sind schon mal aufgebaut. Gut, was brauchen wir noch? Drying Rack. Ideal for drying and preserving meats. Oh, okay, das hört sich super an. Okay, dann basteln wir das dann mal hier hin. Okay, Knüppel. Wenn du Sticks findest. Aber weißt du was, kümmer du dich einfach um Dingens hier, du weißt schon. Um die großen Baumstämme. Genau. Du machst die männliche Arbeit und ich sammle Beeren und Stöckerchen auf, okay? Alles klar. Okay. Jäger und Sammler. Mhm. Oh, warte mal, hier sind blaue Beeren. Oh, blaue Beeren kann man essen. Blau ist gut, rot ist böse. Alles klar. Erstmal durchatmen hier. Luft holen. Oh, und ich bin voll. Wow. Und man findet so Kamillen. Und die Kamillen sind, glaube ich, ganz gut für deinen HP-Haushalt. Okay. Nur als Tipp. Du erinnerst dich noch, als du gerade eben den Kopf von den einen Typen dabei hattest? Ja. Und dann irgendwie den Kopf auf den Stock draufgespießt hast? Ich glaube, man kann die damit verjagen, diese Viecher. Weißt du? Ich erinnere mich da noch an das. Also man kann so Effigies aufbauen und die Effigies verscheuchen die dann. Ja. Kannst du so ein Effigy aufbauen? Ja, mal gucken, ob ich sowas zusammenbasteln kann, ja. Aber vielleicht kümmerst du dich erstmal weiter um die Sachen, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, lass uns erstmal eine Sache fertig kriegen. Ja, du hast recht. Sorry, ich will immer 30 Baustellen gleichzeitig machen. Oh, die Beeren sind ganz praktisch, weil die machen dich satt und gleichzeitig geben sie auch Wasser. Ah, okay.
Oh, es wird schon dunkel. Mhm. Schneller bauen. Und ich habe schon wieder das Gefühl, ich habe wieder falsche Prioritäten gesetzt. Lass uns schnell das Ding zusammenbauen. Okay. Hip rum. Mein Sound hört sich immer noch eigenartig an. Ich habe das Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht. Vielleicht ist es aber auch normal und ich bilde mir das ein. Als wenn das ein bisschen hallend, weiß nicht, als wenn er halt nicht so richtig klingt. Das ja. Nicht. 30 von 80, von 89. So viel haben wir noch nicht geschafft mit dem Ding. 30 von 89, ach du Scheiße, okay. Ja, deswegen, ich glaube, wir müssen erstmal wirklich nur Bäume hacken. Okay. So, ich mache erstmal ein Lager vor, wie gerade eben, ja? Okay. Und dann steck da gleich die Dinger rein. Warte mal, du hast hier gerade in der Hand. Moment. Ah, passt schon, passt schon. Okay, wir brauchen noch ein paar Steinchen. Zumindest haben wir schon mal ein Feuer, okay? Ja. Okay, Feuer. Feuerzeug, so. Oh Gott, wird das dunkel. Mhm. Ich helfe dir auch nochmal eben Bäume abzuhacken. Güte, komm schon. Ich bin in Low Energy. Ich muss entweder schlafen oder. Wo ist deine Energy-Leiste? Das ist die eine blaue Leiste, die unter der Stamina-Leiste ist. Ach, scheiße. Okay, weißt du was? Dann kümmer du dich darum, dass so ein paar Sticks aufgesammelt werden, okay? Jetzt habe ich eine ganze Menge. Oh oh. Köppel, da sind wieder Biester bei uns. Fuck. Ding ist nicht verhungern gleich und keine Energie mehr. Oh wow, 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 hier ist noch irgendwie so ein Superkrieger oder so. Okay. Wow, verrecke. Hab ihn. Ja. Ja, oh mein Gott, oh mein Gott. Meine Ausdauer, ich kann nur noch so weird schlagen. Der lebt noch. Oh, hier, nee, der lebt auch noch, der Große. Hab ihn, jetzt hab ich ihn. Oh. Komm schon, bleib liegen. Oh mein Gott, er macht mir richtig viel Schaden hier. Die laufen ganz viel von ihm rum. Ich muss. Habe ich irgendwas zu essen noch? Nein, nur Fresh Meat. Kann ich irgendwas vielleicht auf dem Feuer braten hier? Warte, habe ich vielleicht noch irgendwas für dich? Das ist irgendwie schwer zu formulieren. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich irgendwie was braten soll für dich. Okay, muss schon klappen. Irgendwie wird schon klappen. Weil er mir jetzt einfach die letzte Medizin, die ich habe. Oh, nee. Ich habe halt kaum noch Ausdauer, ich kann nur noch ganz wenig zuschlagen. Ja, ist kein Problem. Das sieht sehr gut aus. Ah, nice, sie ist durchs Feuer gelaufen. Dumme Troller. Oh, ich kann nicht mehr zuschlagen. Ich komme. Bitch! Bitch! Okay, Bitch is dead, yo. Oh mein Gott. Oh, da hinten kommt er, ja. Wasserlauf. Ah ja, ich sehe ihn. Da hinten zwei Stück. Drei, oder? Ne, zwei sind es. Vier. Okay.
wow, 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 wow. Alter, was sieht da so aus? Okay. Hab ihn gefinisht. Ja, hier ist noch einer. Komm von hinten. Oh ja, von hinten komme ich am besten. Oh ja. Hab ihn. Nice. Ah. Okay, ich muss mir jetzt auf jeden Fall. Ja, der lebt noch! Jetzt hab ich ihn. Okay. Nee, der lebt immer noch. Jetzt ist er tot. Okay. Komm mal kurz zu mir, Knüppel. Ja. Warte mal, hast du Hunger und trinken, oder? Ja, ich brauch beides. Komm schnell mit. Hier. Ist den ganzen Busch leer. Oh, das macht sogar meine Ausdauer hoch, ja. Schmeiß das ein paar Steine raus. Ja, what the fuck, ich will das essen und... Wir haben hier wieder ein Vieh. Oh, oh. Monster. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Der Kind hat jetzt auch noch einer, Knüppel. Ja. Er lebt noch. Alter! Wow, 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 wow! Ich bin da! Ich bin K.O. You have to pick me up! Alles gut. Bin so low on health. Mach keine Sorgen, Knüppel. Bin für dich da. Oh, geradeaus vor dir. Wow, Boobies. Wow, ich bin, keine Ahnung, ich wurde gerade irgendwie, ich muss kurz zurück. Alles gut. Ich werde kurz. Hinter dir. Oh. Machst du tot? Ja. Yeah. Das war gut. Ah. Ich bin so low on blood. Das ist richtig mies gerade. Das Feuer muss auf jeden Fall anbleiben, Knüppel. Haben wir noch irgendwo so blaue Beeren? Noch weiter da, wo ich gerade hingelaufen bin. Aber ich weiß nicht, ob du alleine hingehen solltest. Oh fuck, ich habe gerade Beeren gegessen, die ich nicht essen hätte sollen. Denke, wir müssen blau sein. Ich sehe keine Farbe, ist alles grau. Deswegen, du musst mir zeigen, welche. Ich bin ein Hit und ich bin tot. Okay, ich komm zu dir. Ich bin hinter dir. Achso, okay. Dann komm mit mir. Die hier. Okay, die Sträucher muss ich mir einfach merken dann. Ne, die sehen genau gleich aus, glaube ich. Und die hier. Manchmal, ne? Ja, ich glaube, du drückst auf die Stöckchen, die dahinter liegen, deswegen. Okay. Ja, Energie, Lebensleiste steigt ganz, ganz langsam, aber. Okay. Oh, was ist das denn? Hast du es gehört? Nein. Oh, hier ist hier. Oh Gott. Komm her. Zwei von diesen großen, ne? Ja, komm, wir gehen zum Haus, ja? Okay. Hier oben auf die Steine drauf. Ja, gute Idee. Oh, hier unten an den Steinen ist sogar schon einer. Pass auf. Komm hier oben hoch. Oh. Oh, der kommt hier auch hoch. Oh ja, oh mein Gott. Oh Gott, hinter dir. Guck mal, da ist sogar einer mit so einem großen Stein oder irgendwas in der Hand, so einem Stock. Die haben was zum Prügeln. Okay, wir warten jetzt einfach hier und harren aus, hier hochkommen. Mhm. Scheiße. Ich weiß nicht mal, wie ich das... Was denn? Ich war nur dabei, ich weiß nicht mal, wie ich den Mist wegpacken kann, den ich in der Hand habe, das Feuerzeug. Weil ich die ganze Zeit mit so einem kleinen Feuerzeug durch die Gegend geflitzt bin. Oh, die hauen ab? Nee, da hinten sind sie. Mhm. Wir müssen echt solche Totems aufbauen. Oh ja. Das sind echt viele. Ja. Mein HP geht nicht hoch, ja. Unbedingt bei Nacht, bei Tag das Ding fertig bauen, damit wir drin schlafen können. Oh. Hey, die sind! Ja, Mann.
Wäre gut, wenn wir ein, zwei Leute isolieren können. Oh. War ich so versehentlich. Hinten kommt wieder einer. Den da, den würde ich ganz gerne umnieten, ehrlich gesagt. Was hast du kurz runter? Voll. Renn halt weg. Lauf nicht hinterher, da sind noch mehr. Oh! Direkt neben mir ist so einer. Einer kommt auf den Tisch zu. Versuchen uns auseinanderzuziehen, Alter. Ja. Die greifen uns nicht an, wenn wir beide zu nah nebeneinander stehen. Ziemlich krasse KI eigentlich. Nice! Gib ihm! Nicht umsonst hab ich nur vorne und Dark Souls geübt, heimlich, um dich umzumieten. Wenn du rechts gedrückt hältst, kannst du abwehren, ne? Das weißt du hoffentlich. Ja, ich weiß, aber okay. Ich weiche einfach aus. Bin eher so ein Ausweichtyp. Außerdem bin ich voll mit Blut. Ja. Okay, da unten ist jemand. Hab! Warum steht hier irgendwas? Jemand? Irgendwas haben, womit ich meine HP kriege, ey. Ja, noch lachst du und jetzt legst du. Was ein Hase. Du! Moment. Da hinten ist noch jemand. Den hole ich mir. Das ist auch ein Krieger. He's dead, yo. Eieiei. Kannst du bitte hell werden? Ja, bitte. Pack ein bisschen was ins Feuer, damit es weiter brennt. Jo. Ich werde mich einmal kurz abwaschen, Knüppel. Okay, okay. Okay, vom Gerät. Ja, was zu sehen. Bau mal schnell oh, das Ding jetzt zusammen, ja. Alter. Ja, mach das bitte. Fertig. Das ist so viel bei mir. Was auch immer ich da jetzt zusammengebaut habe. Das ist zum Fleischtrocknen. Kannst du auch direkt drauflegen, wenn du Bock hast. Ah, muss man das noch nicht vorher braten? Ich glaube, das ist verwirrend. Ach so. Okay. Ja, du hast recht. Einfach drauf und dann wird's getrocknet oder wie? Ja, genau. Ich habe es einfach draufgelegt jetzt. Okay, sehr gut. Oh, es wird hell. Ja. Oh, die Viecher kommen auch echt nur bei Nacht, ne? Ja. Oh mein Gott, wie unser Lager aussieht. Wir müssen die alle entsorgen. Aber erst müssen wir das Ding zusammenbauen. Eine Tür. Mhm. Das ist übrigens auch schon das Beste, was man bauen kann. Also wir haben gleich das Deluxe-Ding gebaut, mehr oder weniger. Ja, komm. Ab geht's. Hacken. Okay. Oh, meine Fackel ist auch ausgegangen. Und los geht's. Meine Güte, nee. Sieht so aufregend wieder, der ganze Bums hier, ha? Huh? You're hungry, find something to eat. Yes, yes, chill. Einfach zu der Blueberry-Börse da hinten. Ja. Da hinten ist einer im Wald, der kommt auf uns zugelaufen, hinter dir, genau am Arsch. Naja, oh, das ist der Typ mit der Lampe, Alter, den wollte ich sowieso umnieten. Und wenn du liegst. Und zack. Und wer lacht jetzt? Und wer lacht jetzt, Bitch? Und wer lacht jetzt, Bitch? Den nehme ich mit. Mach mal ein paar Teile von denen ab und dann vielleicht solche Podeste später zu bauen. Ah ja, stimmt, gute Idee. Zack, da liegt er jetzt unterm Ding. War ich in den Frauenkopf hier? Ja, Mann. Ja. Happy Sister. So. Oh Gott, okay, ich leuchte ein bisschen schlapp hier. Was los? Daniel!
Warum hast du ein fucking Bein mit dabei? Nimm das Bein von mir weg. Oh, hinter dir ist jemand übrigens. Oder? Oh, hi. Hier kannst du haben. Das ist Kollegen von dir. Oh, 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 der ist gut gehittet. Hoppa, zack. Und hier der. Es ist nicht das, wonach es aussieht. Hör auf, den Kopf auf dein primäres Geschlechtsorgan zu drücken, danke. Zumindest nicht, wenn ich anwesend bin. Mal gucken, wie ich das combine. Wow, mein ganzes. Achso, meine ganzen Sticks sind weg. Egal, erstmal schnell den Baum jetzt zusammen hier. Mhm. Den Baum vor allem. Ich weiß gar nicht, können wir uns dann da drin verstecken die Nacht, oder? Ich glaube schon, ja. Die kommen dann zwar trotzdem, aber die kommen halt nicht sofort rein. Die müssen irgendwie dann gegenschlagen oder so. Und das Ding kaputt machen. Okay. Mann, oh Mann, ey. Wir bauen einfach dann irgendwann so einen Holzzaun drumherum. 50 ja, von 89 haben wir jetzt. Was ein Effigy haben, dann ist glaube ich eh erstmal alles mehr oder weniger geregelt, weißt du? Ich glaube, dann werden die erstmal so ein bisschen weggedrängt. Ich bin aber auch komplett am Ende die ganze Zeit. Irgendwo neben mir. Oh ja, hier, da kommt einer hinter dir. Vom Wasser aus. Wieder so ein großer. Ja, genau die Richtung. Da, wo ich hingucke jetzt. Da vorne ist er. Geht wie so ein Gangster. Direkt vor mir. Oh Gott, der kommt auf mich zu! Der kommt noch Low HP. Oh. Oh, oh. Okay. Ich darf das Ding hier nicht kaputt machen, bis wir aufbauen. Okay, der Typ ist tot. Ich zieh ein paar Zähne, okay? Okay, das Ding wieder heile gemacht. Oh, oh. Super. Was haben wir jetzt gemacht? Ihr habt ja aber was Falsches hingehängt. Hast du den Kopf hingehangen? Egal, lass ihn da dran. Okay. Oh Gott, ich muss unbedingt was. Okay, ich muss zu den blauen Dingern hinten hin. Oh Mann, Alter. Da hungere ich gleich. Da. Oh, das bist gar nicht du, das ist ein Gegner. Nevermind. Hi. Nein, du kommst nicht weg, junger Mann. Nicht mit mir, nicht mit uns, nicht mit Jungs. Oh, mein Fresse, Alter. Large Effigy. Oh Gott, da kommt so eine Batterie von Typen an. Drei oder vier Stück. Aus meiner Richtung hier hinten. Komm mal zurück zum Lager. Mhm. Ja, drei oder vier Stück. Oh ja. Oh Gott, die sind schon gleich da. Na. Muss man denen jetzt irgendwie die Sachen abschlagen? Oder ja genau, du musst das? Längere Zeit auf den Körperteil einschlagen. Aber wir haben jetzt wie gesagt Besuch gerade. Oh, ach so, das meinst du mit Besuch? Ja, ja. Drei Stück sind es. Aber nur die drei kleinen. Okay. Wir hauen wieder ab. Du hilf mir mal bitte, die Körperteile von dir abzuschlagen. Ja. Also, vielleicht jetzt nicht unbedingt direkt von denen hier, sondern. Okay, gut. Oh, oh Gott. Habe ich die Anzeige getroffen? Das war nicht absichtlich, Alter. Ich frag mich, wie lange das Fleisch da hängen muss, bis ich das essen kann. Wir werden es da rausfinden. Oh, ich denke, das ist sogar noch wichtiger als unser Haus. Wir sollten erstmal Körperteile sammeln. Kann ich auch ab? Ah, danke schön. Oh Gott! Kann auch den Torso irgendwie noch verwerten, oder? Weiß ich nicht. Wirklich? Oh ja, Schatz, was hast du so gemacht? Ach so, ja, ich hab, keine Ahnung, Körperteile dran genagelt an irgendeinem Turm. Ach, da kommst du die dran. Okay, warte. Nimm mal hier die Körperteile wieder ab, die ich hier aufgehängt habe. Oh Gott. Ja, alles muss verwertet werden, sag ich immer, ja? Oh Gott. Das erinnert mich ein bisschen an den Film, nicht an den Film, an die Serie hier, Hannibal. Ich weiß nicht, ob du schon so weit geguckt hast. Du Knüppel, wir brauchen noch 9 Köpfe und 4 Arme. Bitte, ja, nicht trödeln, dankeschön. Ja, meine ich. Und wir müssen langsam was zu essen auftreiben, weil ich sonst gleich verhungere. Du kannst gleich wieder blaue Beeren essen. Okay. Oh ja, hier ist ein Vogel drauf. Der weiß halt, was Gutes.
Wie wär's, wenn wir die ganzen Leichen ins Wasser reinlegen, damit sie langsam aber sicher da dekompausen? Ja, das können wir gleich mal machen. Echt? Weil ich dachte, das ist eigentlich eine ziemlich beschissene Idee. Wer weiß, wie das funktioniert hier. Wir schon jetzt mal einen Boden drin. Oh ja, und ich hack Beine ab. Definitiv, ich hack Beine ab. Oh ja. Ja, wieder zwei Stück hier ganz in der Nähe. Die von denen gerade sind wieder da. Drei Stück sind. Vier Stück sind das. Sind es mittlerweile. Pass auf. Direkt rechts neben dir. Ich kann dir halt echt gar nicht helfen, ne? Weil wenn die mich einmal treffen, ist ja, halt. Ja. Deswegen, wenn ich von hinten komme. Kann ich. Eine habe ich. Gute Arbeit. Hey yo, Bitches. It's 297! Rennt. Moment, ich werde einfach mich darum kümmern, weiter euren Leuten hier die Köpfe abzuschlagen, okay? Ja, das sind ihr Schild. Oh, den Arm. Danke für deinen Zahn. Vorsicht rechts. Ich glaube, ich gehe mal schnell kurz am Wasser. Oh, oh shit! Oh, ich brauche Hilfe! Oder? Okay, oder? Nee, alles gut, alles gut. Okay, ich komm doch nicht. Noch lasst du und jetzt bist du. Dankeschön. Bitte, ich bin jetzt gleich die einzige irgendwie hier. Was ist denn los, Alter? Am Anfang wurden wir noch alleine gelassen, jetzt sowas. Ja. Ehrlich, ja, wenn ich sowas sehen würde, dass irgendjemand, keine Ahnung, Sachen zusammenpuzzelt aus Körperteilen von anderen Leuten, ich glaube, ich hätte auch keinen Bock, hier hinzugehen. Okay, wie schmeißen wir den Kram raus? Equip. Was haben wir denn noch so hier? Kannst du mal gucken, ob wir irgendwie eine Feuerstelle bauen können? So zum Essen, zum Fleisch draufhauen? Raw spoiled. Ich habe ganz viele spoiled Sachen. Hast du spoiled Meat da dran gehangen oder gutes Meat? Nee, eigentlich gutes Meat. Okay, ich wollte nur sicher gehen, weil ich habe haufenweise spoiled Meat dabei gehabt. Baby, ich brauche mal deinen Kopf. Dann ich verhungere gleich. Ich finde keinen Bären mehr hier am Strand. Kann es denn sein, dass du so viel zu essen hast? Hier sind auch Bären, direkt hier. Komm mal her. Okay, ich bin, glaube ich, RIP. Hier neben mir ist so ein Viech. Sag mir einfach, wo du bist. Siehst doch meinen Namen. Ich kann, gibt dir keine Luftzeichen und keine Dings ansagen, weil ich die ganze Zeit die Bären suche. Ich lauf vor ihm weg. Kommst du zurück zum Lager? Ach, da ja, bist du. Ja, ich verhungere gleich. Ich glaube, kommen wir hier hin. Hier sind Beeren. Komm einfach. Go, go, go. Das waren überall rote rennen. Beeren. Das sind weiße Beeren. Was ist mit denen? Gute Frage, Alter. Keine Ahnung. Aber kommen wir jetzt irgendwie hier hin. Und okay, weiße Beeren nicht gut. Hier sind blaue Beeren. Direkt hier, neben unserem Lager. Hier sind nochmal blaue Beeren. Nein, das sind keine blauen Beeren. Die haben mich, bringen mich jetzt gerade um. Wieso? Die sind blau. Warum habe ich dann Schaden gekriegt? Keine Ahnung, vielleicht hast du auch so eine rote daneben gegessen. Hier sind nochmal nee, blau. Die machen mir auch Schaden. Aber sie machen mich immerhin ein bisschen satt. Man muss das Positive drin sehen. Kannst ja schon mal, hier oben sind noch mehr blaue. Einfach hier hochlaufen zum Bonfire. Hier sind nochmal blaue. Nee, die sind nicht so blau wie die vorhin. What the fuck, Alter? Ich glaube, du bist blau. Komm, soll ich die weiter. So, komm, ich esse jetzt die hier vorne, der gesagt, ich soll die essen, ich kipp die gleich. Boah, ich hab grad einen Vogel umgenietet. Ups. Oh wow, das ist ein. Beabsichtigt. Komm schon. Was beabsichtigt? Weiß nicht, ich esse so viel, dass ich low health bin, aber irgendwie nicht sterbe. Kannst du einen Gefallen tun und Sticks vorbeibringen und das Effigy weiterbauen? Ja. Hier so ein Krippelviech. Wapp.
Okay, jetzt bin ich erstmal wieder voll genährt. Ich brauche nur irgendwas zu heilen demnächst mal. Nicht so? Und das auch ohne die ganze Zeit Panik zu machen. Ja, Mensch. Ich esse die Beeren und kriege die ganze Zeit Schaden. Was soll ich denn davon halten? Rüppel, ess doch die Beeren. Bumm, tot. Die sind blau. Ja, nur weil du die ganze Zeit rot... Oh, oh. Moment, hier ist was. Nur weil du die ganze Zeit rot gegessen hast. Oh Gott, ich werd vor dem... Ah, Krokodil angegriffen. Krokodil. Ich hab mich fast tot gebissen, übrigens. Holy shit, Alter. Komm schon. Brauchst du gerade Hilfe? Nee, nee, alles gut. Ab. Wie hier. Baumfeld! Moment, was habe ich gerade gemacht? Habe ich gerade was Gutes gegessen oder was Schlechtes gegessen? Ich habe gerade getrocknetes Fleisch gegessen. Okay, wir brauchen 9 Stöcker und 2 Köpfe. Also nur Köpfe, bitte. Habe ich sogar noch einen Kopf. Hing nicht ein Kopf noch am Fleischrack? Den habe ich schon abgemacht. Okay, gut, gut. Überleg mal, wo die ganzen Viecher sind hier. Ich glaube, es ist keine gute Idee, die ganzen Leichen direkt neben unserem Haus zu haben, oder? Ich glaube auch. Das ist Spoiled, glaube ich. Ja. 87 von 89. 87 sei schon, 57. 80 wäre schön. Hier oben haben wir doch auch was getötet gestern Nacht. Aber ich glaube, sie sind alle schon despawned. Ja, Knüppel, wir brauchen Köpfe, du. Scheiße. Haben die hier vielleicht noch irgendjemand übersehen? Nee. Irgendwas, was in unser Haus mehr oder weniger reingefallen ist. Vielleicht unterm Haus, ja. Doch, genau, im Haus liegt doch ja, einer. Da liegt tatsächlich jemand. Ah, junge Dame. Immer einen kühlen Kopf behalten. Ha. Aha. Noch einen einzigen Kopf brauchen wir. Okay. Haben wir vielleicht noch irgendwas in unserem Haus? Hast du vielleicht noch einen Kopf? Ich hab keinen Kopf mehr, nee. Ich hab eben gerade alles dran gemacht, was ich hatte. Hier, neben mir ist so eine Olle. Irgendwo in der Nähe. Irgendwo in die Richtung, wo ich jetzt gucke. Okay, ich beschütze dich. Mach einfach. Ich meine nur, kannst du jagen, dann hast du einen Kopf. Oh ja, da hinten läuft sie. Siehst du sie? Nee. Hier bei mir oder was? Ja, geradeaus weitergelaufen hättest du müssen. Die Richtung einfach geradeaus durch. Genau, jetzt leicht rechts. Läuft runter zum Wasser. Bach. Okay, zum Bach, alles klar. Genau, und da ist er. Direkt neben mir hier. Neben dir? Ah, ich sehe ihn. Ah, ja, alles klar. Gotcha! Nice! Lebt noch, ich muss nur den letzten Kick gegen hier. Willst du den Kopf abschauen? Abschauen. Boostet immer ein bisschen. Intus. Weiße Bären, was machen die? Nichts Gutes. Oh, nee, sind nicht gut, Alter. Ja. Naja. Muss ich selbst ausprobieren. Okay, ab den Kopf. Blau. Hier rot. Okay, was brauchen wir jetzt noch? Ah, Sticks brauchen wir noch. Ja, Sticks, ganz viele Sticks.
Oh, wenn wir das geregelt haben, dann sollten zumindest die Viecher doch wegbleiben, oder? Ich meine, es ist ein Large Effigy. Large. Large wie, keine Ahnung, viele Leute von euch getötet. Danger Zone. Ja, vielleicht kommen dann aber irgendwann den nächsten Abend noch mehr. Quatsch. Oh, du hast es, okay. Tada! Ja, das sieht schon ein bisschen seltsam aus, das Ding. Das sieht schon echt widerlich aus. Gut. Ich kann das noch anzünden. Ja, genau. Das machen wir in der Nacht dann. Ah! Okay, dann lass uns jetzt mal das Haus fertig bauen, oder? Ja, genau. Dann kümmern wir uns um die Vitalitätswerte und dann suchen wir den fucking Schürhaken. Genau. Oder was auch immer. Ich vergesse so ein Eispickel mehr oder weniger, so ein Kletterhaken halt. Raumfeld! Mit so einer kleinen Feuerwehr-Axt die ganze Zeit Bäume zu hacken, muss echt nicht einfach sein, muss man merken. Nee. Der macht das schon ganz gut. Ah, ja, Baumfeld! Oh, nicht ins Wasser fallen hier. Brauchen dich. Das sieht gut aus. Jawohl! 61 von 89. Das schaffen wir auf jeden Fall noch. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir müssen dann noch eine Tür oder sowas bauen. Ja. Das ist die größte Hütte, die wir bauen können. Das ist mehr oder weniger schon das Luxusding, ja? Also zumindest das größte, was ich im Buch hatte, gerade eben, als ich bauen konnte. Also wenn wir das Ding haben, dann sollten wir eigentlich erstmal wirklich sicher sein. Außerdem sieht es cool aus. Und ich mag die Positionierung von dem Ding so. Das sieht so aus, dass man halt so. Ja. Im Fluss. Ich frage mich, ob wir so ein Wasserboot hier, weißt du, also ein Wasserboot, sag ich schon, hier so ein Hausboot bauen können. Boah, das wäre fett, Alter. Das wäre richtig geil, weil dann wären wir halt absolut safe. Müssen wir mal testen, ob es irgendwie sowas gibt. Vielleicht kann man so ein Floß bauen oder sowas und darauf ein Haus. Das ist echt eine gute Idee. Falls das hier irgendwann auch nicht mehr so gut läuft, vielleicht finden wir irgendwo auch einen größeren See mit einer Insel innen drin, weißt du? Ja, genau. Dann können wir direkt quasi auf der Insel unseren Häuschen drauf bauen. Ja, genau. Wir müssten zweimal schwimmen, aber das wäre ja. Na, ist ja halt so schlimm. Außerdem kann er ein bisschen was abwaschen. Ja, genau. Oh, meine Fingernägel sind auch ganz gut im Schuss, fällt mir gerade auf. Dafür, dass ich jetzt die ganze Zeit hier arbeite und Blut an den Fingernägeln habe und so. Nicht schlecht. Ja, wir haben es gleich. Und es wird auch schon wieder leicht dunkel. Auch wenn ich immer noch leicht befremdend die Sounds finde, weil irgendwie hört sich das alles für mich nicht richtig an. Aber scheinbar bilde ich mir das ein. So ein bisschen Hall. Ich weiß nicht, das hört sich nicht so. Sind nicht so satte Soundeffekte irgendwie. Das heißt nicht so. Bei mir ist, glaube ich, alles normal. Bin mir auch echt nicht sicher. So, letzte Fuhre. Letzte Fuhre, jawohl. Endspurt. Oh Gott, ey. Ist mal entspannt hier. Viel zu anstrengend hier, ja? Nur vor, Alter, wir beiden zusammen in Thailand. Das erste, was wir machen müssen, ist erstmal einen halben Wald abroden und dann zwei Baumstämme quasi gleichzeitig auf unserer Schulter tragen und dass wir die ganze Nacht gegen Viecher kämpfen. Ja. Ja. Gegen Ladyboys. Gegen Ladyboys, ja. Oh mein Gott, hinter mir! Ah! War ganz close gerade. Mach das Ding an. Da kommt sie. Komm hier hin. Guck mich seltsam an, sie hat geschrien. Schiss bekommen, glaube ich, durch das Ding hier. Was los, hä? Willst du da auch hin? Komm jetzt, das mit aufs FPG. Wow, okay, ich bin Ulo. Oh, fuck. Oh Gott. Hab sie! Gute Arbeit! Stirb! Blau? Das ist blau. Hey, wir müssen das Ding schnell zu Ende bauen. Wir haben es fast geschafft.
Ja, Mann. Ich tue da oben meine Bäume. Liegen hier noch Baumstämme oder muss ich noch was hacken? Ich habe hinten noch Baumstämme bei mir liegen, auf jeden Fall. Ich bin jetzt aber auch U-Low, ey. Ja, ich auch. Schon die ganze Zeit. Ganz am Anfang habe ich mir zweimal Medizin mehr oder weniger reingeworfen. Direkt so aus Versehen. Dabei hätte eins gereicht. Nicht so gut. Oh, nur noch zwei Stück. Okay, alles klar, ich bring die mit. Got it. Bin gleich da. Okay. Bin da. Oh, es ist. Ja, aber, oh, da ist sogar eine Tür schon drin. Weil die, oh. Oh, ich, man könnte hier schlafen und speichern. Oh, perfekt, Alter. Dann speichern wir erstmal hier. Okay. Ich hab gespeichert. Komm, wollen wir schlafen? Wollen wir das riskieren? Jawohl. Ah! Ja, ich hab's richtig gehört. Okay, doch, okay, das war fertig. Und hoch, schnell, schnell. Alles fallen gelassen. Wow. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Haha. Haha. Ich glaube, es krabbeln die auch gleich die Seile hier hoch. Okay, das ist fucking awesome hier oben. Shelter. Ich fühle mich hier ein bisschen safer. Ja. Ich habe ein, zwei Sachen geskippt, wie ich gerade mit Knüppelsachen aufgebaut habe. Und dummerweise ist es jetzt gerade ein bisschen dunkel geworden. Aber wir gehen jetzt einfach hier oben schlafen. Hm? Ja. Oben im neuen Baumhaus, bitte. Bitte. Ja, wir gehen jetzt schlafen. Angst. Ja. Gute Nacht, Knüppel, mit deinen Mond und zwei Wölfe T-Shirt. Komm mal ein bisschen näher. Warte, ich muss einmal meine richtige hier. Ah ja, genau, genau. Das ist so ein Mond-T-Shirt mit so zwei Wölfen, die das Ding anheulen, Mann. Psst, Ruhe da unten. Psst, jetzt, Ruhe da. Können wir schlafen gehen? Zeit. Bitte einmal schlafen anklicken. Okay. Oh, gute Nacht. Gute Nacht. Meine Güte. So, jetzt haben wir unsere Basis aufgebaut, sogar ein bisschen zu viel. Und als nächstes quasi können wir dann in Angriff nehmen, den guten Timmy zu retten. Denn denk dran, mein Sohn Timmy, ja, der ist ja immer noch. Ja, du musst Timmy retten. Ja, ich kann's vergessen. Wenn man das Buch nämlich öffnet und danach ganz hinten blättert, dann steht da auch, Moment. Da. Find Timmy, find a way to climb rock walls. So, das sind unsere zwei Aufgaben. So. Und mir gefällt unsere Basis sehr gut, möchte ich nur anmerken. Gut, danke für eure Aufmerksamkeit. Wie hat's euch gefallen? The Forest seit Ewigkeiten im Kuhhof. Ich hab einen Vogel auf meinem Finger. Oh mein Gott, Entschuldigung, er ist weggeflogen wieder. Ja, das sind die kleinen Dinge im Leben, die einen begeistern, sag ich immer. Ja! Das erste Mal, dass du den Vogel nicht umgebracht hast. Wow. Der war bestimmt mega irritiert. Ach Gott, ey. Ja. Auf Wiedersehen, ne? Ciao. Tschüss. Hinterlasst einen Kommentar, wenn ihr Bock habt. Oh, Knüppel, du kletterst richtig gut darunter. Ich war mal Tarzan. Machst du das? Ja, so siehst du doch aus, Alter. Was du aussiehst, du siehst aus wie jemand, der gelesen hat, dass er mal Tarzan war. In einem Comicbuch.